Zum vierten Mal wurde ein Freer Stuff-Markt in Trier veranstaltet. Hier kann man Dinge, die man nicht mehr braucht, abgeben und dafür andere mitnehmen. Freer Stuff ist eine mittlerweile international agierende Bewegung, kann man fast sagen. In Trier kam es an durch Luise Borek. Sie hat in Luxemburg damals, da war die erste Freer Stuff-Gruppe meines Wissens nach, einen Freer Stuff-Markt gesehen in einer Scheune und fand die Atmosphäre dort so angenehm und so anregend und so stressfrei, das Miteinander, dass sie gesagt hat, sie möchte das auch in Trier einbringen und hat diese Gruppe gegründet, diese Facebook-Gruppe Freer Stuff Trier und mit mittlerweile über 11.000 Mitgliedern, eine der stärksten deutschlandweit. Und von dort aus, oder von hier aus, von Trier aus, hat sich diese Idee auch in anderen Städten in Deutschland exportiert. Und man kann sagen, es ist eine Erfolgsgeschichte, die seitdem vonstatten gegangen ist. Viele Besucher kommen mit Gegenständen, für die sie keine Verwendung mehr haben. Am Eingang werden diese abgegeben. Schnell müssen die Helfer alles in große Kisten verpacken und zu den entsprechenden Ständen bringen. Die Besucher hingegen gehen gemütlich von Tisch zu Tisch und schauen sich die verschiedenen Dinge an. Sie dürfen alles mitnehmen, was sie gebrauchen können. Die gemeinschaftliche Atmosphäre macht das Besondere auf dem Freer Stuff-Markt aus. Egal, ob man seine CD-Sammlung erweitern, neue interessante Bücher lesen oder sich neuen Schmuck zulegen möchte. Es ist ja bereits der vierte Freer Stuff-Markt und dieses Mal zum zweiten Mal im Schammerdorf. Wir haben ja bereits zwei weitere Orte ausprobiert. In der Grünen Rakete waren wir und im Studiohaus. Und es waren auch sehr gute Plätze, um diese Märkte zu veranstalten. Aber das Schammerdorf zeichnet sich einfach daraus aus, dass wir einen großen Saal haben, wo wir wetterunabhängig auch die Tische aufstellen können für die Gegenstände, die abgegeben werden. Draußen im Bereich mit den überdachten Plätzen, wo man auch im Freien einfach die Sachen sich anschauen kann. Wir haben den Bereich für die Band, für die Live-Unterhaltung. Wir haben eine Küche vor Ort, damit die Gäste auch sich stärken können zwischendurch. Und ja, also das Klima stimmt da einfach von den Menschen her. Doch nicht nur im Gebäude, sondern auch draußen gibt es eine Menge spannender Sachen. Eine große Auswahl an Hosen, Blusen und Accessoires bereichern den Markt und machen ihn zu einem besonders aufregenden Erlebnis. Einen neuen Termin haben wir noch nicht festgelegt. Das ist immer relativ, nicht spontan, aber man muss schon sagen, dass man da sehen muss, wann passt es den meisten. Es sind ja viele Helfer eingespannt, viele Ehrenamtliche dabei. Und ist ja nicht der erste Freer Stuff-Markt, ist ja schon der vierte gewesen. Und mittlerweile ist es ja eine Erfolgsgeschichte, die man natürlich wiederholen möchte. Und gerade, wo wir gesehen haben, dass die Leute so viele Freude daran hatten, das wollen wir auch nicht den Leuten vorenthalten. Während die Erwachsenen Kleiderbügel hin und her schieben, CDs suchen oder im Kleinkram herumwühlen, haben auch die Kinder ihren Spaß und erfreuen sich an ihren neuen Spielsachen. Möchte man sich etwas ausruhen, so kann man dies bei einem kühlen Getränk oder einem leckeren Stück Kuchen tun und gleichzeitig einer Band lauschen. Man kann sich natürlich über Freer Stuff Trier, über die Facebook-Gruppe informieren, auch über das Schammerdorf selber. Die haben auch eine Website, dort ist es jetzt heute das nächste Mal wahrscheinlich wieder und dort kann man sich auch informieren, ja. Freer Stuff ist etwas für jedermann. Egal, ob man etwas abgeben oder suchen möchte, hier ist jedermann willkommen.